Elementor ist ein Page Builder für WordPress, mit dem du ohne Programmierkenntnisse und wirklich in kurzer Zeit eine Landingpage oder eine gesamte Webseite erstellen kannst. Das Beste an der ganzen Sache, Elementor ist ein kostenloses Plugin für WordPress. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version von Elementor, aber für den Anfang reicht die kostenlose Version vollkommen aus. Ich werde dir jetzt zeigen, wie du Elementor auf deiner WordPress-Seite installierst, was du am Anfang beachten musst und wie du am besten mit Elementor arbeiten kannst. Mein Name ist Moritz und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem Video. Ich befinde mich jetzt in WordPress und habe Elementor noch nicht installiert. Das heißt, ich gehe zuerst auf Plugins, installieren und suche hier nach dem Plugin Elementor. Als nächstes klicke ich auf Aktivieren und schon habe ich Elementor auf meiner WordPress-Seite installiert. Dann findest du hier auf der linken Seite einmal Elementor Einstellungen und Templates. Die Templates, das ist eine der besten Funktionen, wie ich finde, in Elementor überhaupt. Du hast nämlich die Möglichkeit, bestimmte Seiten oder bestimmte Abschnitte, also zum Beispiel ein Kontaktformular, zu speichern und als Template später wieder zu benutzen. Hier finden wir ein paar allgemeine Einstellungen zu Elementor. Zum Beispiel können wir unsere Benutzerdaten teilen, damit Elementor noch besser und schneller weiterentwickelt wird. Wir haben auch die Möglichkeit, verschiedene Benutzer hinzuzufügen. Für den Fall, dass du zum Beispiel als Freelancer oder als Agentur mit Kunden zusammenarbeitest. Und dann hast du hier die Möglichkeit, verschiedene Rollen zu verteilen, damit du einfach alles etwas besser kontrollieren kannst. Hier unten finden wir noch ein paar Hilfestellungen, wo du dann zum Beispiel direkt auf die Elementor-Seite weitergeleitet wirst. Bevor ich dir zeige, wie wir eine Seite mit Elementor erstellen können, möchte ich noch ganz kurz über die Themes sprechen. Elementor funktioniert mit allen WordPress-Themes. Trotzdem gibt es welche, die sich dafür besser eignen als andere. Dazu gehört zum Beispiel Astra und Ocean WP, weil diese beiden Themes wirklich dafür gebaut sind, dass man mit einem Page-Builder arbeitet. Diese beiden Themes sind einfach etwas besser kompatibel für Elementor, aber wie gesagt, du solltest eigentlich keine Probleme damit haben, ganz egal welches Theme du benutzt. So viel erstmal zur kurzen Einführung. In dem nächsten Schritt erstelle ich eine neue Seite in WordPress. Und wenn wir Elementor benutzen, finden wir hier oben den Button mit Elementor bearbeiten. Ich gebe der Seite noch ganz kurz einen Namen und klicke dann auf mit Elementor bearbeiten. Und dann werden wir in den Elementor Page Builder weitergeleitet. Und hier in dem Interface haben wir einen Arbeitsbereich auf der linken Seite und auf der rechten Seite sehen wir unsere Landingpage bzw. die Seite, an der wir gerade arbeiten. Zuerst möchte ich dir noch ein paar wichtige Einstellungen in dem Elementor Interface zeigen. Zum Beispiel können wir oben links globale Einstellungen vornehmen und zum Beispiel die Farbpalette ändern oder die Schriftart ändern. Über die Punkte in der rechten oberen Ecke kommen wir dann immer wieder zurück in diese Übersicht, wo wir die ganzen Elemente bzw. die Widgets sehen können. Unten links in der Ecke finden wir nochmal die Möglichkeit, die Einstellungen anzupassen. Diese Einstellungen beziehen sich auf die Seite. Das heißt, hier können wir nochmal den Titel von der Seite ändern und den Status von der Seite. Wir können der ganzen Seite ein Beitragsbild geben. Und was ganz wichtig ist, wir können hier das Seitenlayout anpassen. Und weil wir eine Landingpage erstellen wollen, brauchen wir ein Layout, wo zum Beispiel der ganze Footer-Bereich nicht angezeigt wird. Und das finden wir über Elementor Canvas. Das heißt, wenn wir Elementor Canvas auswählen, dann haben wir wirklich eine komplett weiße Seite, wo kein Footer zu sehen ist und nichts anderes. Dann finden wir hier unten noch den Navigator und in dem Navigator können wir genau sehen, wie die ganze Seite strukturiert ist und bestimmte Teile löschen bzw. duplizieren. Wie das alles funktioniert, das werde ich dir später noch in Ruhe zeigen. Dann findet man hier unten noch den Verlauf von unserer Seite, wo die ganzen Änderungen angezeigt werden und wir auch immer wieder vor- und zurückspringen für den Fall, dass wir irgendetwas erstellt haben, das uns nicht gefällt.
Eine weitere hilfreiche Funktion in Elementor ist der responsive Modus. Das heißt, wir können wirklich direkt angucken, wie unsere Seite auf dem Tablet ausgespielt wird, beziehungsweise wie das ganze Design auf dem Smartphone aussieht. Über das Auge haben wir die Möglichkeit, uns die Vorschau von der Seite anzugucken. Die Seite wird dann in einen neuen Tab geladen, aber wir haben auch die Möglichkeit, einfach das Menü bzw. den Arbeitsbereich über diesen Pfeil einzuklappen und dann wieder auszuklappen. Hier unten können wir unsere Seite veröffentlichen bzw. als Entwurf speichern oder als Template speichern. Oben rechts finden wir noch die globalen Einstellungen. Hier können wir zum Beispiel ein Widget einmal bearbeiten und das wird dann direkt auf allen Seiten angepasst. Für den Fall, dass du zum Beispiel deine ganze Webseite mit Elementor erstellst und du das Kontaktformular auf mehreren Seiten verwendest, dann kannst du über diese globalen Einstellungen einmal das Kontaktformular anpassen und es wird automatisch auf allen anderen Seiten direkt übernommen. Das ist allerdings eine Pro-Funktion, die wir mit der kostenlosen Variante nicht benutzen können. Und über die Punkte oben rechts in der Ecke kommen wir dann wieder zurück in diese Übersicht. Dann gibt es hier noch eine Suchfunktion, mit der wir schnell zu bestimmten Widgets kommen, die wir haben möchten. Das ist erstmal eine kurze Einführung, wie du dich hier in dem Arbeitsbereich zurechtfindest. Und jetzt zeige ich dir, wie du eine Seite erstellen kannst. Wir können eine neue Seite erstellen, indem wir auf das Pluszeichen klicken. Und dann können wir eine Struktur auswählen, die wir auch nachträglich wieder anpassen können. Und das ist unser erster Abschnitt, den wir als nächstes mit Widgets befüllen können. Das Layout von diesem Abschnitt können wir auch noch anpassen und den Stil selbstverständlich auch. Ich gehe jetzt allerdings erstmal wieder zurück in die Übersicht, wo ich die ganzen Elemente finde und füge einen inneren Abschnitt hinzu. Und diesen inneren Abschnitt können wir jetzt mit weiteren Widgets befüllen. Zum Beispiel eine Überschrift, ein Video und dann noch ein Text unter der Überschrift. Und so schnell haben wir eine Grundstruktur für unsere Landingpage erstellt. Wenn wir ein Widget bearbeiten wollen, dann können wir das einfach anklicken und können das sogar hier direkt in dem Layout anpassen oder in dem Arbeitsbereich. Und das ist der gesamte Aufbau von einer Seite mit Elementor. Das heißt, wir haben immer einen Abschnitt, den erkennst du immer an der blauen Umrandung. Und in jedem Abschnitt haben wir Spalten. Die erkennst du immer an dem grauen Kästchen oben in der Ecke. Und in jeder Spalte haben wir dann die Widgets, also zum Beispiel die Überschrift oder den Text. Ja, das heißt, wir haben immer Abschnitte. In den Abschnitten befinden sich mehrere Spalten oder auch nur eine Spalte. Und in den Spalten können wir dann unsere ganzen Widgets hinzufügen. Und jeder von diesen Bereichen kann bearbeitet werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch die Hintergrundfarbe von dem ganzen Abschnitt ändern. Dafür muss ich einfach nur auf die Punkte in der Mitte klicken und dann gelange ich hier in die Stileinstellungen und dann kann ich hier die Hintergrundfarbe zu grün ändern oder grau oder blau, je nachdem, wie ich das gerne haben möchte. Das Ganze kann ich wieder rückgängig machen, indem ich hier unten auf Löschen klicke. Und genau das Gleiche kann ich für den Text machen. Ich muss den einfach nur anklicken, dann kann ich hier den Text ändern, beziehungsweise kann auch den Stil anpassen, dass ich zum Beispiel die Ausrichtung von dem Text anpassen möchte. Ich kann die Textfarbe ändern, ich kann die Schriftart ändern und auch die Schriftgröße. Hier kann ich das auch wieder zurücksetzen zu den Voreinstellungen. Und ich kann zum Beispiel das Video ändern, indem ich hier einfach die URL austausche. Und jeden Bereich, den du hier siehst, kannst du ganz einfach duplizieren oder hin und her schieben. Zum Beispiel können wir mit der rechten Maustaste auf die Überschrift klicken, dann öffnet sich dieses Fenster und wir können das Ganze duplizieren. Wir können das Ganze kopieren und zum Beispiel hier unten einfügen. Wir können die Größe von den ganzen Spalten ändern und bestimmte Abschnitte wieder löschen, indem wir mit der rechten Maustaste draufklicken und dann auf Löschen klicken. Wie du sehen kannst, ist das ganze Layout enorm flexibel und das macht die Arbeit mit Elementor auch so einfach. Und jetzt möchte ich dir noch eine der besten Funktionen in Elementor zeigen, nämlich die Templates. Die Templates können wir über den grauen Button hinzufügen, neben dem Pluszeichen.
Und hier finden wir eine Bibliothek von Templates, die wir selber schon gespeichert haben. Das ist natürlich noch leer. Wir finden hier komplette Seiten, die wir uns in der Vorschau angucken können, indem wir einfach draufklicken. Und wenn uns diese Seite bzw. das ganze Layout gefällt, dann können wir das über den grünen Button auf unserer Seite einfügen. Wie du sehen kannst, gibt es hier auch viele Seitenvorlagen, die nur für die Pro-Version verfügbar sind. Das erkennst du an dem Pro-Button oben rechts in der Ecke. Außerdem finden wir auch noch verschiedene Blöcke. Die können wir hier auch nach Kategorien sortieren, je nachdem, was wir gerade suchen. Zum Beispiel, wenn wir etwas für Testimonials haben wollen, dann können wir das anklicken und dann finden wir hier die ganzen Blockvorlagen für Testimonials. Und hier können wir wieder genau das Gleiche machen. Wir klicken drauf, können uns das Layout angucken und über den grünen Button auf unserer Seite einfügen. Wir haben auch die Möglichkeit, bestimmte Blöcke oder ganze Seiten zu unseren Favoriten hinzuzufügen. Dazu müssen wir einfach nur hier unten rechts auf das Herz klicken und dann finden wir das hier unter Meine Favoriten. Um dir zu zeigen, wie das in der Praxis aussieht, füge ich einfach mal eine neue Seite hinzu. Wenn du das erste Mal machst, musst du dein Konto noch mit der Bibliothek verbinden, aber das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Das heißt, ich wähle einfach hier mein Template aus, klicke auf Einfügen und schon habe ich das ganze Layout auf meiner Landingpage. Ich lösche mal ganz kurz den oberen Abschnitt hinaus, damit das alles etwas sauberer aussieht. Hier haben wir dann wieder das gleiche Schema, dass wir bestimmte Abschnitte haben. Innerhalb von den Abschnitten haben wir bestimmte Spalten und in diesen Spalten befinden sich Widgets, die wir anpassen können. Und du könntest jetzt ganz einfach die Informationen auf dieser Seite mit deinen eigenen Informationen austauschen. Zum Beispiel kannst du hier das Video ändern, indem du kurz auf den Stift klickst. Und dann kannst du hier links in dem Arbeitsbereich wieder die URL von dem Video ändern. Und dann kriegst du dein Video hier angezeigt. Die ganzen Bereiche kannst du hin und her ziehen, indem du das einfach mit der Maustaste gedrückt lässt und dann zum Beispiel hier oben einfügen möchtest. Wenn dir irgendetwas nicht gefällt, kannst du auch bestimmte Abschnitte einfach löschen, indem du auf das X-Zeichen klickst. Und so schnell kannst du eine Landingpage mit Elementor erstellen. Wenn du deine Webseite mit WordPress erstellt hast, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, Elementor auszuprobieren. Und für den Fall, dass du das erste Mal hier bist, mein Name ist Moritz und auf diesem Kanal dreht sich alles normalerweise um das Thema Performance Marketing. Also wie du zum Beispiel eine Google Ads Kampagne erstellst und optimierst, aber auch wie du deine ganzen Ergebnisse mit Analytics richtig tracken kannst. Trotzdem ist Webdesign ein sehr großer Teil vom Performance Marketing und das wird leider häufig unterschätzt. Du schickst nämlich deine Zielgruppe über eine Marketingkampagne auf deine Landingpage. Und die Landingpage entscheidet, ob deine Zielgruppe dein Produkt oder deine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte. Das heißt, der gesamte Erfolg von deiner Marketingkampagne ist nicht nur abhängig von den Einstellungen und der Ausrichtung von deiner Kampagne, sondern hauptsächlich von der Landingpage. Und mit Elementor ist es unglaublich einfach, eine Landingpage zu erstellen, die auch konvertiert. Ich selber arbeite seit Jahren nur noch mit Elementor und es hat meine Arbeit einfach enorm vereinfacht. Für meine Projekte benutze ich die Pro-Version, weil ich dadurch einfach bessere Templates habe und viele Funktionen benutzen kann, die mir einfach enorm viel Zeit sparen. Die Pro-Version startet bei ca. $50 pro Jahr. Dann gibt es auch noch die Plus-Version für $99 und die Expert-Version für $199. Mit der du bis zu 1000 Seiten bearbeiten kannst. Und das ist auch das Paket, was ich persönlich benutze. Teste ansonsten erstmal die kostenlose Version von Elementor, damit du erstmal ein Gefühl dafür bekommst. Und schreib mir gerne in den Kommentaren, ob du Elementor benutzt oder ob du vielleicht einen besseren Page-Builder findest, den ich mal ausprobieren sollte. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Und ganz wichtig, abonniere auf jeden Fall den Kanal, damit du keine neuen Videos von mir verpasst. Also, danke nochmal fürs Zuschauen und viel Spaß mit Elementor.